Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ich bin in der Elo, hol mich hier raus. Ja, wir hatten jetzt Gold, wir hatten Platin, alles weiter oben. Jetzt aber werden wir uns mal in Silber 5 vergnügen. Und dementsprechend die Vorwarnung, das hier wird natürlich kein High-Quality-Gameplay werden. Es mag jetzt für manche schockierend klingen, aber ja, in Silber-Elo gibt es relativ wenige High-Quality-Games. Ist tatsächlich der Fall. Wir spectaten diesmal eine Caitlyn, die wie schon erwähnt in Silber 5 steht. Und ich würde sagen, wir machen es wie immer auf zum ersten Fehler. Und ich denke, wir müssen nicht lange warten. Ich weiß nicht, ob man es Fehler nennen sollte, aber schaut euch einfach mal an, was gerade passiert. Der Lee Sin hat gerade Blue Buff gemacht, beim Gromp aufgehört und pusht jetzt zusammen mit der Botlane 3 gegen 0 die Lane, weil da Blitzcrank anscheinend gerade irgendwie Mitte war oder so. Und ja, das ist eine sehr interessante Strategie, meine Freunde. Ja, ich bin hier zwar eigentlich fürs Caitlyn-Gameplay da, aber wenn ihr ein Jungler seid, sowas macht ihr nicht. Sowas macht ihr niemals. Weil der Momo euch jetzt schön den ganzen Top-Lane-Jungle hätte wegnageln können. Aber natürlich macht das nicht, weil wir sind ja in Silber. Aber was war das denn? Die Lulu wurde jetzt gerade gehuckt, musste ihren Flash benutzen. Sie spielen ziemlich aggressiv. Schauen wir mal auf die Vision. Haben sie kein Ward im Tribush, obwohl sie die Lane pushen. Das sollte nicht passieren. Und, oh, wer hätte es nur erwarten können? Amumu kommt. Das hier ist eigentlich eine absolut sichere Situation für Caitlyn. Die muss jetzt einfach nur im Kopf haben. Warum dreht sie sich um? Warum flasht sie nicht? Wenn die Pech hat, ist sie tot. Müsste safe sein. Flash ist immer noch ready. Jetzt ist er raus. Ezreal flasht, macht einen Q, trifft ihn auch gut, kriegt den Kill. Double Kill für Lulu. Warum er hielt, ich habe keine Ahnung. So, das war gerade auf jeden Fall der erste Beweis für die Leute, die mir nicht glauben, dass das hier Silber ist. Das war auf so vielen Stellen von so vielen Leuten random. Also wie schon erwähnt, erster Fehler ist hier zu pushen. Man hat hier, wenn man hier steht, gefälligst hier ein Ward zu haben oder nicht zu pushen. So, dann hat natürlich die Lulu keinen Flash mehr, weil sie gerade gehuckt wurde. Das kann passieren, das ist ärgerlich. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist 100% klar, dass Caitlyn hier nur noch rausgehen soll. Da ist keine Möglichkeit mehr irgendwie, oh, hier kann man noch vielleicht gut traden, vielleicht kriegen wir da noch Damage raus. Nein, es geht für beide einfach nur noch ums nackte Überleben. Und die Caitlyn hätte sich jetzt wieder denken müssen, okay, was haben denn die Gegner für eine Bedrohung? Amumu hat Q raus, der einzige andere CC ist Blitzcrank Hook. Das heißt, trifft mich der Blitzcrank Hook, flash ich weg. Das hätte hier einfach nur der Gedanke sein müssen von Caitlyn. Dass sie sich jetzt hier nochmal umdreht, wir gucken es nochmal kurz an, ist auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Wollte wahrscheinlich healen, aber sie hat geheilt, aber warum sie sich deswegen umdreht, so jetzt sehen wir es nochmal. Caitlyn sollte laufen. Warum dreht sie sich um? Das war. Die wäre jetzt hier. Den Hook hat sie nicht geflasht. Die wäre super safe unterm Tower. So safe, wäre easy weggekommen und hätte wahrscheinlich sogar den Kill auf Amumu selber bekommen. Vielleicht auch den auf Ezreal, wenn er gegütet hätte. So ist es ein 2:1 Trade immer noch für die Botte. Man würde sich denken, oh, haben die voll gut gespielt. Nein, es war einfach nur bad von beiden. Dass Ezreal da reingeht, healt, ja, keine Ahnung, aber dass Caitlyn da nochmal umgedreht ist und dann den Hook nicht geflasht hat, das hat hier das Leben gekostet. Und dass Exhaust natürlich noch da ist. Wann lernt Supporter zu Exhausten? Also selbst in meiner Elo passiert das noch. Und in Silber, ich schau mal, ob ich in diesem Spiel ein Exhaust von der Lulu sehe. Mal gucken. Ungefähr 5 Minuten später und die Landing Phase ist eigentlich komplett entspannt, so wie sie mit Caitlyn und Lulu gegen Blitzcrank Ezreal auch sein sollte. Achtet auf die Minimap. Wann sehen sie den Momo? Momo kommt gleich ganken. Jetzt sehen sie nur Amumu. Caitlyn farmt weiter und wird gehuckt. Obwohl sie Amumu seit 8 Jahren sehen, also da war Map-Präsenz gleich minus 800. Jetzt wird rechts lang gelaufen, anstatt einfach straight weg. Der E wurde leider auch nicht getroffen vom Slow her, sonst hätte man noch ein bisschen Damage von Amumu hinein können. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man so spät weggegangen ist und sich dann auch noch hucken lässt, war eigentlich eh schon alles verloren. Plus Summoners waren auch nicht da. Also zum einen, so aggressiv zu spielen, wenn man keine Summoners hat, kann ich noch irgendwo verkraften, weil sie haben ja eigentlich gute Vision, aber dann die Vision nicht zu benutzen und deswegen zu sterben, das ist echt ein ziemliches No-Go. Und normaler Spieler würde jetzt wieder sagen, ja, ich bin 0-2, ich wurde schon 4-mal von der Amumu gegangen, kann ich ja nichts für, aber die beiden Tode waren nicht nötig. Und auch wenn es offensichtlich klingt, der ganz, ganz große Kritikpunkt in gerade Silber-Elo, Bronze-Elo erst recht und auch teilweise noch höher, ist der Farm. Wir sind in der 12. Minute. Caitlyn hat eine komplette Freelane, wird jetzt aber erstmal gegankt. Amumu ist Level 6, trifft sein Ding nicht. Flash müsste kommen. Die Lulu. Okay, das war einfach nur Lulus Schuld. Da hätte sie mit einem Flash rechnen müssen. Sie kann nicht davon ausgehen, dass die Caitlyn blockt. Überleben das aber noch. Geht gut aus. Ich kann mir nur vorstellen, wenn jetzt hier noch ein Hook kommt, dass es gefährlich wird. Die Caitlyn sollte. Oh nein, sie facecheckt jetzt nicht, oder? Nein. Nein. Oh, Caitlyn. Okay, das war komplett. Also, das darf dir echt nicht passieren.
Der erste Fehler ging ja von der Lulu aus. Jetzt kommen wir mal der Lulu. Mal gucken, ob die vielleicht noch irgendwas rausholen. Schöner Dreimann-Kick. Oh! Delicious. Er läuft in die Falle rein. Er kommt weg! Nein! Nein, Amumu, du kommst hier nicht weg. Du kommst hier gefälligst nicht weg, Amumu. Wie? Ich wollte schon sagen. Gucken wir uns die Situation nochmal an. Die waren hier eigentlich absolut safe. Die Lulu überlebt das noch, was eigentlich auch nicht hätte passieren dürfen. Aber es ist der Fall. So, und jetzt sind sie safe. Die Informationen, die sie jetzt haben, sind: Amumu geht in diesen Busch, 11:42. Was denkt sich die Caitlin jetzt, frage ich mich. Der Amumu ist gerade frisch in den Busch gegangen und sie ist so nah an diesem Busch dran. Sieht sogar den Blitzcrank, und dass Amumu bald wieder ein Q hat, ist ja wohl offensichtlich. Dass er noch Ult hat, doppelt ärgerlich, klar. Aber dass der Q da hätte, der Q war doch so offensichtlich. Der hat sich halt einfach im Busch gezeigt. Also meistens kann ich ja bei den Fehlern auch wirklich noch nachvollziehen, was passiert ist. Aber hier war es einfach nur ein Brainlag. Und dadurch sind beide gestorben. Das müsst ihr euch mal überlegen. Beide sterben dadurch, dass Caitlyn gerade den Bushface checkt. Worauf ich eingehen wollte vorhin, das Last-Hit-Falken geht halt nicht. Es geht halt nicht, wenn du höher kommen willst. Du kannst nicht 66... Klar, du wirst gecampt, du hast 3 Tode. Das sind wahrscheinlich nochmal 10, 15 Farmen mindestens weniger. Aber du kannst nicht nach 12 Minuten 66 Farmen haben auf einer Lane, auf der du kein Stück bedroht wirst. Und als Caitlyn wirst du gegen Blitzcrank Ezreal nicht bedroht, solange du nicht gehookt wirst. Und das war bisher nur bei den Toten der Fall. Also die Lane läuft komplett entspannt und trotzdem hast du so wenig Farmen. Also das wäre auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, woran ich noch arbeiten würde. Jetzt hat sich hier in der Mitte gerade so ein kleiner Kampf, oder bricht hier gerade so ein kleiner Kampf aus, der nicht ganz so gut fürs eigene Team ausgeht. Man macht die Damage, alles fein. Man hat gerade den Ezreal hier gesehen, dass der darüber geht. War ein Stück weit offensichtlich, weil Ezreal in solchen All-In-Potenzial, in solchen All-In-Fights mehr Potenzial hat. Jetzt ist man aber komplett safe. Es ist wieder nur die Lulu gestorben wegen Misspositioning. Den Tower sollte man wahrscheinlich sogar verteidigen können, weil Orianna halt low ist und da nicht mehr viel machen kann. Es sei denn, man lässt sich jetzt halt wieder irgendwie hooken oder so. Das ist natürlich gegen Blitzcrank immer eine Gefahr. Ja, sollte eigentlich alles relativ safe sein. Okay, das war extrem bitter. Okay, das war richtig bitter. Das gucken wir uns nochmal an, das war richtig bitter. Der Fizz dodgt jetzt gleich den Q von Amumu mit seinem eigenen E. Und dadurch wird die Caitlyn getroffen. Aber auch hier wieder, du darfst halt nicht so nah dran stehen, dass dich ein Amumu trifft. Der vor allem wieder noch Ult ready hat. Also Skillshot-Magnet ist hier ein bisschen der Stichwort bei der Caitlyn. Das war gerade wirklich unglücklich, klar. Aber trotzdem, Amumus Q hat relativ viel Reichweite. Und die sollte man kennen und in der... Verstehe, kennt, ne? Und die sollte man halt einfach zu nutzen wissen und da nicht drin stehen. Weil im Endeffekt viermal gestorben jetzt. Und das nur, weil man viermal irgendwelche Skillshots unterschätzt hat. Wir befinden uns jetzt inzwischen in der 21. Minute und jetzt bricht gleich der erste richtig große Kampf aus. Die Gegner machen gerade den Erddrachen und man ist hier leider ein bisschen gesplittet und geht jetzt in Unterzahl rein. Der Kick an sich war gut, die Lulu hat den Q leider komplett verkackt, aber die Ori war AFK oder so. Der Drache ist aber weg und was ist wieder das Problem, dass man vom Q getroffen wird? Also die Ranges hier einzuschätzen oder generell die Danger Zones des Gegners ist hier gerade ein ganz, ganz großes Problem von der Caitlyn. Sie scheint nicht zu wissen, wann sie wo stehen darf, ohne bedroht zu sein. Und das hat ihr jetzt hier fünfmal schon das Leben gekostet. Sehr, sehr bittere Sache und ja, momentan der Nummer 1 Fehler. Jetzt der nächste große, große Fehler. Das ganze Team ist auf der Top-Lane. Wir sehen gerade auf der Minimap den Blitzcrank, haben wir zumindest ganz kurz. Caitlyn scheint das nicht mitbekommen zu haben. Und lässt sich jetzt hier wieder ein bisschen blöd hucken. Wäre auch wahrscheinlich ohne die Vision zu haben vermeidbar gewesen. Aber einfach in der Mitte zu farmen ist an sich als AD Carry okay. Man muss aber wieder mit der Vision arbeiten. Also auf jeden Fall häufiger auf die Karte gucken. Das Problem in solch einer Situation ist, wenn man jetzt als 2-6 Kate mit nicht sonderlich viel Farm dasteht, dann bist du als Crit AD Carry einfach komplett useless, bis du wirklich 2-3 Items hast, weil das Gold generell in diesem Team durch die Kills so hoch ist, du als AD Carry aber nicht in der Position bist, um dir in so einer Minutenzahl wirklich Kills zu holen. Deswegen haben halt die meisten jetzt hier gerade mehr Gold als sie selbst. Deswegen farmt sie auf der Bot, denn das ist an sich, finde ich, die richtige Entscheidung. Problem ist nur, das sieht das eigene Team ein bisschen anders und die fighten jetzt hier gerade ohne Grund Mitte. Gut, der Fizz hat sich auch komplett dumm catchen lassen. Aber das Problem hier ist, gerade mit der Teamaufstellung, die Caitlyn ist eigentlich so die einzige Quelle an Wave-Clear, die das Team hat durch Runans. Weil sie haben einen Melee-Midlaner, Fizz, der überhaupt nicht Wave-Clear kann, wenn Gegner da sind. Also muss Caitlyn richtigerweise jetzt hier auf jeden Fall auch in die Mitte gehen und das Ganze ein bisschen zu Wave-Clearen. Muss ich jetzt aufpassen, ja, da steht man wieder ein bisschen zu weit vorne, man darf sich natürlich nicht von den Orianna Qs und so weiter treffen lassen. Es gibt hier ziemlich viele Gefahrenquellen im Gegnerteam, Blitzcrank Hook, Ezreal Q mit Slow, Amumu Q, Orianna Combo. Also es ist schon relativ gefährlich, aber mit Caitlyn hat man den Vorteil, man hat halt die Range. Also man kann dann ein Stück sicherer stehen. Die Gegner versuchen jetzt hier den Tower gerade zu belagern und währenddessen pusht der Volleyball auf der Toplane. Das machen die sogar ziemlich gut, also das ist alles richtig. Der Timo jetzt hier. Das ist wieder ein fiendender Timo, ey. Gefühlt in jedem zweiten Replay ist ein fiendender Timo. Falls ihr ein fiendender Timo seid, fühlt euch schlecht.
So, jetzt ist hier gerade ein bisschen Ramazamba. Die Gegner sind hier komplett random am Fighten. Die Gegner hatten gerade einen perfekten Split-Push am Start, aber fighten hier komplett random. Und sie hat doch die Vision. Okay, das war wieder komplett random. Sie hatte die ganze Zeit Vision von Orianna. Guckt euch das mal an. Das hier ist gerade auf der Minimap die Vision, die sein Team hat. Die Caitlyn selber hat. Das hier überlebt man noch. Mechanisch okay gespielt. So, und jetzt hier. Man sieht die Ori. Man sieht die Ori. Man sieht die Ori. Man sieht die Ori. Man sieht sie immer noch. Dann ist sie tot. Also ich glaube, dass sich unser guter Leander hier extrem immer aufs Last-Hitten versteift und komplett den Tunnelblick hat. Und die Vision einfach überhaupt nicht mehr beachtet. Das ist jetzt hier bei fast jedem Tod so eines der Probleme gewesen. Overall aber gut fürs Team gewesen, denn die Gegner haben, wie schon erwähnt, komplett random gefightet. Wobei der Volley bei Toplane sogar reingekriegt hat, also war es nicht so geil fürs Team. Es sieht nicht so tragisch aus momentan. 3000 Gold der Unterschied, aber als AD Carry hast du natürlich, wie gesagt, in solchen Spielen, bis du Items hast, gar keinen Einfluss. Und das hat man jetzt hier gesehen. Wobei von den 7 Toten jeder einzelne bisher unnötig war. Auch noch ein weiterer ziemlich unschöner Fehler ist der momentane Item-Build. Infinity Edge, Runans, Schuhe, alles tutti. Aber sich dann ein vampirisches Zepter zu holen, in so einer Situation, ist wirklich die falsche Entscheidung. Ich bin generell kein Fan, sich danach Lifesteal zu kaufen. Man kann es aber machen. Erstmal kriegt man jetzt hier den... Ist der Tower jetzt noch am Leben? Nee, der ist down wahrscheinlich. Aber Flash hier rein. Die werden jetzt gerade auf allen Linien ein bisschen überrannt. Also dafür, dass der Goldlied so klein ist, sieht das ziemlich eindeutig aus, was das Gegner-Team jetzt hier gerade veranstaltet. Die Caitlyn könnte das aber... Carrie, die wissen, Amumu hat keine Ult mehr. Die sollte jetzt... Die hätte jetzt hier einfach den, Ezreal gerade autotecken sollen. Wobei, der Hook war noch... Also da Angst zu haben, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass jetzt hier ihr Team wieder wegstirbt. Ist, um ehrlich zu sein, nicht ihr Problem. Also es ist ihr Problem, aber nicht ihre Schuld. Also da kann sie nicht so viel machen. Jetzt heißt es halt einfach wieder Blitzcrank-Qs dodgen. Den könnte man auf jeden Fall verteidigen. Sie könnte jetzt hier in den Minions drinstehen und währenddessen die ganze Zeit Blitzcrank autotecken, weil der ist nicht übel tanky. Der ist überhaupt nicht übel tanky. Amumu ist auch okay tanky, aber auch nicht unsterblich. Gerade weil er kaum Armor hat. Aber um nochmal auf den Item mit zurückzukommen. Wenn man Warlords hat... Oh. Das reicht. Sie schildert sich nicht. Wenn man Warlords hat... Dann will man nicht als drittes auf ein Lifesteal-Item gehen. Wenn man als AD Carry behind ist, dann will man nicht als drittes auf ein Lifesteal-Item gehen. Und wenn du ein Crit-AD Carry bist, dann willst du eigentlich als drittes generell nicht auf ein Lifesteal-Item gehen. Plus, die Gegner haben zwar ein bisschen Poke, aber die meiste Gefahr geht davon aus, zu sterben. Jetzt chasen sie hier gerade noch ein bisschen weiter. Caitlyn rechts kriegt halt so, wie es jetzt AD Carry gehört. Und die Gegner versauen sich das Spiel gerade so ein bisschen selber. Das hat jetzt das blaue Team, nee, das rote Team nicht wirklich krass gespielt. Aber die haben halt einfach brutal overchased und den Tower doch nicht bekommen. Das war ein Anzeige-Bug. Wenn man den... Die Caitlyn hätte jetzt hier noch chasen sollen. Ich verstehe nicht, warum die weggehen. Caitlyn hätte auf jeden Fall noch weiter chasen sollen. Die kriegen den zum Glück auch so. Aber der Baron wäre jetzt hier auf jeden Fall free gewesen. Caitlyn... Man sieht jetzt so Volibear sogar auf Botlane. Man hätte jetzt hier auf jeden Fall den Baron machen sollen. Da die Caitlyn aber inzwischen in der Mitte ist und Teemo auch, kann man den nicht mehr machen. Das 2 Carries und ja, auch ein 0-7 Teemo wird für mich als Carry eingestuft, weil er im Prinzip theoretisch diese Rolle haben sollte. Sollten auch niemals in der 30. Minute zusammen eine Lane farmen. Dass jetzt Caitlyn Botlane geht, während das Team Baron macht und Teemo der TP hat Mitte ist und es macht alles gerade keinen Sinn. Das ist alles sehr, sehr random. Caitlyn sollte beim Baron sein und Teemo sollte die Botlane auspushen. Stattdessen wird das hier wahrscheinlich gleich ein ziemliches Desaster, wenn sie damit nicht aufhören oder die Gegner komplett braindead sind. Ich guck mal kurz auf Vision. Die Gegner geben echt keine Fucks. Haben die Gegner keine Vision? Okay, die Gegner haben überhaupt... Oh, die haben ja richtig viel Vision, die Gegner. Guckt euch mal, guckt euch mal nicht mehr an. Die Gegner haben ja übel viel Vision. Ja gut, hat auch keiner eine fucking Sidestone, wozu auch? Oder? Doch, er hat einen Sidestone, aber wozu stellen? So, die Gegner haben jetzt wirklich den Baron gekriegt. Ja gut. Ist nochmal gut gegangen, war aber an sich trotzdem katastrophal und hätte das Game... Also da hätte das Game over sein müssen eigentlich. Wären die Gegner zum Baron gegangen, hätten die in 3 gegen 5 gewonnen, Baron gekriegt, Mitte runtergepusht und das wäre das Game gewesen. Da kann man von Glück reden, dass die eben auch Silber sind. So, jetzt gleich wird der erste Teamfight nach dem Baron ausbrechen. BT ist gerade fertig bei Caitlyn und der Amumu kriegt eigentlich einen ganz netten Engage. Dreimal Ultimate, wenn ich das richtig sehe. Das sieht katastrophal aus, also als ob das over ist. Amumu hat noch seine Ult gesaved, deswegen muss die... Caitlyn ein bisschen aufpassen, hat jetzt hier ziemlich viel Schiss. Sie autotackt mir auch einen Tacken zu wenig, muss ich sagen, für meinen Geschmack. Gucken wir uns gleich nochmal an, wo sie mehr hätte autotanken können. Da hätte eine Falle runterkommen sollen. Okay, hat auch funktioniert anscheinend. Die Amumu-Ult war komplett wasted und die Gegner verlieren sich das Game halt wieder komplett selber gerade. Der Blitzkrieg läuft jetzt auch noch dumm rein, den kann man noch weiter runterchasen. Der ist down. Der Amumu geht wieder rein, den kann man jetzt wahrscheinlich auch für free runterchasen. Na, wobei... Kriegt man die? Okay, den kriegt man immerhin. Der Amumu wahrscheinlich überlebt... Okay, überlebt. Er geht wieder rein. Ich verstehe diese Elo nicht. Aber es geht ja um Caitlyn. Also gucken wir uns nochmal kurz an, was Caitlyn hätte gerade im Teamfight anders machen können. So, das ist die Ausgangslage. Amumu kommt jetzt von oben, benutzt sein Q. Das heißt erstmal bisschen Safeness. Aber jetzt rennt Caitlyn erstmal weg, ist die richtige Entscheidung. Jetzt rennt sie wieder ran. Hier hätte Amumu dreimal ulten können. Also
da nach rechts zu laufen war nicht so geil. Die Falle war okay. Jetzt anstatt Auto, also ein Q in der 32. Minute einen Q gegen einen Tank zu machen, wenn man drei Items hat, lohnt sich nicht. Da einfach Auto-Tacken, weil man macht sich selbst erstmal fest auf dem Boden. Man kann in der Zeit der Q-Animation nicht weglaufen. Plus, es macht auch keinen Schaden großartig. So, jetzt hier hätte man halt den einen oder anderen Auto-Tack setzen können. Vielleicht hier ein Auto-Tack. Gerade jetzt, wo Fizz reingeht und die auf Fizz turnen, hätte man reingehen können. Jetzt hier wäre noch ein Auto-Tack möglich gewesen, hat sie sich umgedreht. War aber okay, weil der Lee Sin den Kill kriegt. Wieder castet man den Q. Im Late-Game lohnt es sich wirklich nicht, Qs zu casten. Ich mach's auch ab und zu, aber es lohnt sich einfach nicht. Die Orianna. Das sieht jetzt hier einfach. Läuft wirklich in eine Falle, die ich zwar nicht gesehen habe. Der Momo ulte dumm. Also es war im Endeffekt ein relativ anteilsloser Fight von ihr. Ein, zwei Autotext mehr wären drin gewesen, war jetzt aber nichts Grobes. An sich auf Distanz zu bleiben gegen den Amumu, weil er noch Ult hat und der Q im Late Game gar keinen Cooldown hat, war nicht unbedingt die verkehrte Entscheidung. Hier wieder ein Q gecastet. Der Blitzkrieg wäre schon früher gestorben und vor allem sie hätte den Kill gekriegt, wenn sie den Q nicht gecastet hätte. Also im Late Game auf jeden Fall mit Caitlyn weniger Qs, bis gar keine Qs eigentlich mehr casten. Zumindest nicht auf Champions. Sein Team hat jetzt gerade einen ewigen Chase hinter sich. Sie haben versucht, den Inhib zu holen, haben es nicht geschafft. Jetzt sind sie so ein bisschen am Splitten. Auch wieder an sich eine Fehlentscheidung. Wir müssen mal auf die Vision, die sie wieder haben, achten. Das ist alles hier. Die ganze Gefahrenzone für die beiden ist komplett ungewardet. Hier könnte gleich Armageddon ausbrechen. Man sieht nur die Orianna. Man hat keine Ahnung, wo der Rest ist. Kein Flash ready. Teemo und Caitlyn, die können sich gegenseitig nicht wirklich gut unterstützen. Haben jetzt auch nicht das größte All-In-Potenzial. Man pusht halt trotzdem. Also da könnten bald vier Leute kommen. Das Gegnerteam könnte zwei abholen und den zwei Inhibs machen. So, also das wäre das Richtige, was die Gegner machen. Wir schauen mal, wie die Vision oder generell vom Gegner aussieht. Die laufen Mitte. Ich weiß nicht wieso. Amumu auch. Also da ist wieder Glück im Unglück oder Silber im Silber sozusagen. Dass Amumu jetzt hier auch nach Botlane geht, macht nicht so viel Sinn, weil Fizz eh nicht pushen kann. Toplane gehen sie jetzt rein. Der kriegt natürlich aufs Maul, der Bär! Der Bär, warum? Weil natürlich die Kette langsam Items hat und Q von Teemo schon ziemlich hilft. Die lassen sich jetzt hier chasen, alles gut gemacht, man hat guten Damage durchbekommen. Jetzt kommt auch die Lulu, das heißt, man kann den Tower jetzt wirklich wahrscheinlich pushen. Ich switch mal wieder zu der Vision, die sein Team hat. So. Man pusht jetzt hier wieder weiter. Diesmal kann man es machen. Der Ezreal versucht zu backdooren. Ziemlich interessant. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Man soll jetzt hier auf jeden Fall hart pushen. Blitzcrank und Oliver sind die einzigen. Orianna lebt in 10 Sekunden den Tilt. Könnte man safe haben. Jetzt ist Amumu wieder Mist. Jetzt muss man wieder aufpassen. Und die Minions sind halt nicht füllig. Man kriegt aber den Blitzcrank. Das ist wunderbar. Man sollte jetzt auf die nächste Wave wahrscheinlich warten. Wobei, man kann ihn sogar noch holen. Okay. Jetzt wieder nach links laufen, bitte. Nach links laufen. Nice. Mal gedodged. Jetzt. Also sowas, was Mechanics angeht. Oh. RIP. Eigentlich nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, was Mechanics angeht, ist wirklich okay. Aber dann der nächste Fehler, dass man hier sich für einen Autotech ausnahmsweise mal zu viele entscheidet. Sonst waren ja zu wenig Autotechs. Aber hier, Autotech, zack, Autotech, zack, Autotech, zack. So, und hier. Okay, nevermind. Das mit den Mechanics nehme ich zurück. Stutter-Stepping ist ein weiteres Problem, was hier der gute Lerner noch nicht wirklich drauf hat. Was man ja normalerweise machen will, was man bei meinen AD Carry Gameplays auch immer sieht, ist, du machst einen Autotech, dann läufst du. Du machst einen Autotech, dann läufst du. Du machst einen Autotech, dann läufst du in der Zeit, in der du nicht Autotecken kannst. Und hier sieht man perfekt, warum. Hier macht das richtig, hier macht das nicht mehr und hier macht das auch nicht mehr. Er bleibt immer auf der Stelle stehen zwischen seinen Autotechs. Und das ist der Grund, warum er hier in Amumu Ultrange war. Warum er jetzt hier von der Ori Ult aufs Maul kriegt. Einfach nur, weil er nicht gestutter-stepped hat. Leider ärgerlich, sonst hätte man wahrscheinlich hier sogar das Game gewinnen können. Die Lulu hat natürlich wieder nicht exhausted, weil warum auch, aber zumindest hätte man hier selbst dann zwei Inhibs wahrscheinlich holen können. So, jetzt kriegen die Gegner deswegen wahrscheinlich einen Baron. Und das alles nur, weil nicht richtig gestutter-stepped wurde, beziehungsweise man sollte halt in so einer Situation generell out of Amumu Ultrange bleiben und da lieber dann einen Autotech weniger auf den Amumu machen und dafür nicht geultet werden, weil diese 150 Damage gegen Amumu werden nicht so entscheidend sein, wie trifft die Amumu ult auf den fucking Hyper-Carry oder nicht. Das Team macht jetzt hier aber wieder einen relativ guten Job. Generell, Fizz ist 19-6 und carry die Scheiße halt durch gerade. Da wird die Caitlyn gerade ziemlich hart mitgenommen. Oh, es ist bitter. Aber im Endeffekt, Caitlyn steht 8-8 und das könnte auch ein 8-0-Game sein. Also jeder einzelne dieser Tode hätte vermieden werden können. Aber noch ist das Replay nicht ganz vorbei und wir schauen uns mal das Ende an. Die Gegner haben, weil sie ja selber keinen Jungler hatten, weil Volibear noch tot war, keinen Baron gemacht und versuchen jetzt hier im Jungle wieder zu fighten. Das ist auch für Silber komplett charakteristisch. Es wird einfach ohne Grund gefightet. Sie wollen, was sie machen müssten, wäre einfach nur warten, bis ihre Midlane-Wave, ihre Super-Vasallen-Wave da ist. Botlane ist ein dicker Slow-Push und Toplane ist auch ein dicker Slow-Push. Das Einzige, was Team Blau machen müsste, ist auf die Minions warten. Stattdessen gehen sie rein. Zweimal ein Ulti von der Mumu, wenn die Caitlyn nicht trifft, ist sie komplett useless. Lulu wird zwar abgeholt, aber Caitlyn diesmal nicht. Caitlyn steht auch relativ safe da.
Stutter-Stepping im Teamfight ist halt ein ziemlich großes Problem. Hier hätte jetzt eine Falle kommen müssen, da kommt auch eine Falle. Man steht viel zu nah an der Ori dran, kriegt deswegen auch die Orianna-Ult nochmal ab. Aber overall ist der Teamfight trotzdem sehr, sehr gut fürs Team ausgegangen. Blitzcrank kriegt man jetzt auch noch. Zack. 3. Oh, was? Der kriegt den wahrscheinlich sogar, den In-App, oder? Der kriegt den halt wirklich. Gucken wir mal, ob er den kriegt, dann spulen wir zurück und schauen uns den Teamfight an. Er kriegt den In-App halt wirklich. Das ist im Endeffekt sogar worth, weil sonst hätten die wahrscheinlich... Na, wobei, Finishen hätten sie es oder so nicht können. Aber wir gucken uns jetzt nochmal den Teamfight an. Da sehen wir wieder die gleichen Probleme, die wir auch eigentlich im Rest des Spiels schon gesehen haben. So. Hier fängt das Ganze an. Erstmal, wie schon erwähnt, dass da jetzt das blaue Team sich hier im Jungle aufhält und fighten will, macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Sie haben die besten Ausgangssituationen. Da Slow Push, hier Slow Push und hier Super Minions. Aber es ist einfach so. Und da kann sich der Caitlyn eigentlich glücklich schätzen. Amo, wie gesagt, mit einem dummen Engage. Caitlyn kommt jetzt dazu. Steht auf Max Range, greift Amo an, alles richtig. Jetzt hätte sie nach hinten kiten müssen. Benutzt dafür den E, ist auch okay. Sie steht jetzt auf dem Ball. Und jetzt wieder, du darfst nicht. Sie geht in Melee Range. Warum geht sie in Melee Range gegen eine Orianna? Macht keinen Sinn, man hätte jetzt einfach da die Trap setzen sollen und out of range bleiben sollen, bis sie in die Trap reinläuft und sie mit der Trap töten. Stattdessen hat man noch eine Ori-Ult abgekriegt. Ist jetzt hier nicht tragisch gewesen, aber könnte in einem knapperen Fight in so einer Spielminute das ganze Game halt verlieren. Also da Stutter-Stepping, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Manko, immer auf Max-Range bleiben. Vielleicht hat man daneben geklickt, dann kann ich dir auf jeden Fall Attack-Move empfehlen. Und es ist halt immer noch nicht GG, also es gibt anscheinend noch einen Teamfight. Und wieder machen die Gegner hier den dummen Fehler und versuchen irgendwie hier in die Mitte reinzupushen, anstatt einfach Baron zu machen. Man hat zwei offene Inhibs, man hätte hier wirklich einen Free Nash machen können. Stattdessen lässt sich der Ezreal catchen, man bekommt den Fiddle relativ low, aber wir gucken auf die Caitlyn. Die steht wieder hinten, macht wieder eigentlich alles richtig, wird nicht von einer Mumu-Ult getroffen, kitet weg, greift die Tanks an. Also da macht sie wirklich alles richtig, wie gesagt, Stutter-Stepping könnte noch ein bisschen besser sein, greift jetzt hier aber den... Minion an, anstatt weiterzulaufen. Okay. Orianna kommt zu ihr. Wieder ein Q gecastet. Du hast 4,5 Items. 70% Crit, da castet man keine Qs mehr. Jetzt werden wieder Minions auto-attacked, aber es müsste Game sein. Trotzdem auch hier im Teamfeld wieder. Also, bei der Caitlyn könnte man die Definition vom AD Carry Just Rechtsklick wirklich nennen, weil viel mehr macht sie hier im Teamfeld nicht. Overall ist das Positioning an sich nicht verkehrt, weil wie schon erwähnt, sie steht halt hin und rennt in den meisten Fällen nicht rein. Dort jetzt hier die Ult, aber hier zum Beispiel hat man wieder 2-3 Autotags gewastet, weil Amumu hatte keine Ult mehr. Jetzt greift man an, richtig, jetzt hätte man schon wieder nach hinten kiten müssen, man ist schon wieder viel zu nah dran. Dass Amumu Q nicht trifft, ist nice, aber wieder, man bleibt wieder nur auf der Stelle stehen. Jetzt habe ich sogar den Headshot auf den Super Minion gemacht. Hielt noch, obwohl sie fast Full HP ist. Vielleicht um jemanden zu retten, ist okay. Und jetzt kitet man hier weiter. Da wird der Q gecastet. Niemals Q casten im Late Game. Jetzt kriegt man noch die Ori. Und dann ist alles okay. War jetzt nicht unbedingt das Werk von Caitlyn, weil sie nur rechts geklickt hat. Im Endeffekt ist ja AD Carry nur rechts klicken. Aber das Ding ist, für mich ist eigentlich der größte Unterschied zwischen guten und schlechten AD Carries, neben natürlich deinem Positioning, deinem Farm und so weiter, was du in der Zeit, in der du nicht rechtklicken kannst, machst. Beziehungsweise was du in der Zeit, in der du nicht Autotext machst. Und das ist bei den besten Spielern der Welt halt, die maximale Distanz rausholen und dich optimal positionieren. Und bei der Caitlyn ist es gar nichts. Und das ist hier dieser eine wirklich drastische Unterschied. Das müsste auch Game sein. Die machen jetzt Baron. Ich habe keine Ahnung, warum die Baron machen und nicht einfach finishen. Man hat hier, ja gut, auf Ezreal nur 10 Sekunden in Anführungszeichen, aber ich denke, okay, Timo Deft, man hätte hier wahrscheinlich finishen können. Aber sie machen Baron und dementsprechend, wenn wir auf die Timeline gucken, passiert auch nicht mehr ganz so viel. Wir gucken uns das jetzt mal an. So, Baron, zack, 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 fällt. Wunderbar. So, ich zeige euch das jetzt einfach durch. So, man kriegt die Orianna wieder gecatcht. Wieder ist man in Melee-Form, benutzt den E, um wegzukommen. Wieder ein Q gecastet. Eieieiei. Jetzt hier sollte man auf den Ezreal auto-attacken. Man sollte den Ezreal auto-attacken. Man sollte den Ezreal auto-attacken. Man sollte den Ezreal auto-attacken. Flash war, glaube ich, useless, aber... hat funktioniert. In so einer Situation, wenn man in einer Unterzahlsituation ist und halt mehrere Ziele vor sich hat, davon ein oder zwei Tanks und eins ist Squishy, du solltest immer versuchen, den Squishy zu autotacken. Das hat man auch bei meinem Quadra-Kill da bei Spin gesehen, dass du da halt dann die Chance erhöhst, zum einen das Ziel mit den meisten Schaden auszuschalten und du heilst dich ja selber mit deinem Lifesteal auch am meisten, wenn du ein Squishy-Ziel angreifst. Ansonsten, overall, wie gesagt, das Spiel ist... ungefähr so verlaufen, wie ich es erwartet hätte. Es waren viele, viele Fehler, die ich eben auch in der Silber-Elo ungefähr zuschreiben würde. Ein paar extrem unschöne Fehler. Overall aber ein okay Game. Das Dumme halt nur, oder es hört sich hart an, aber alle 8 Tode waren halt unnötig. Also wirklich unnötig. Das waren keine... die eine Mumu-Ult auf der Top-Lane da am Ende war knapp. Der Rest waren einfach nur dumme Fehler. Also wirklich unnötige Fehler, die du schnell ändern kannst. Und ich würde dir, mein lieber Leander, und allen, die sich jetzt hier gerade selbst gesehen haben, mit auf den Weg geben, auf jeden Fall achte auf deine Minimap.
Mehr Map-Awareness ist hier ganz, ganz wichtig. Du bist, glaube ich, zwei oder sogar dreimal nur deswegen gestorben. Ansonsten noch, natürlich musst du am Lasteten arbeiten, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade mit Caitlyn, gerade auf solche Freelanes, eine der großen Stärken von Caitlyn ist, dass du einen Farmvorteil haben willst oder musst eigentlich, um relevant zu sein. Du hast ja selbst gemerkt, du warst die ersten 25 Minuten komplett irrelevant und kannst davon Glück reden, dass sich dein Fist ein Stück weit gecarried hat. Dann Stutterstepping, Orbwalking, Animation Cancel, wie auch immer man es nennen will, zwischen deinen Autotakes musst du mehr Distanz gewinnen, weil das war in vielen Situationen das, was dich fast oder sogar wortwörtlich getötet hat. Dann die Ranges von den Gegnern ein bisschen besser einprägen oder einfach kennenlernen. Das hat viel mit natürlich Spielen einfach zu tun, dass du mehrfach in der Momo-Q-Range standest, dass du dich mehrfach dumm hast hucken lassen, weil du nicht hinter den Minions standest und so weiter. Das dürfte nicht passieren. Ansonsten halt noch Vamp-Scepter als, nachdem du zwei Items hast, finde ich persönlich nicht gut. Aber da würde ich sogar noch sagen, wenn du es übel gerne wenn du es übelst gerne machst, wenn du es übel geil findest, dann mach es. Also da würde ich dir sogar noch das Okay für geben. Und ich denke, das war overall so das Gröbste, was man darüber sagen kann. Es war jetzt nichts, was übel krass war. Es war kein übelstes Scheiß-Game für die Elo, denke ich, sondern es war wirklich auf jeder Ebene eben auf deinem Niveau. Es war jetzt nicht so, wo ich dir sagen würde, du bist da schon übel krass und bei anderen übel scheiße, sondern es ist alles so nicht so gut. Das ist ja nicht böse gemeint, du bist Silber 5, du weißt es, glaube ich, selber. Also das wären so meine Sachen, die ich dir und allen anderen, die sich auch so wie Leander fühlen, auf den Weg geben würde. Macht's gut, schickt mir wie immer eure Replays auf Facebook, bitte. Bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, haut rein! Tschüss!